beginnen. Ja, 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag. Haben uns gedacht, heute machen wir einen Spaziergang, weil die Gans hängt noch ein bisschen fest. Und da sind wir in unser Lieblingsbundesland nach Tirol gefahren und sind jetzt in Kufstein und gehen ins Kaisertal. Kaisertal ist genau zwischen Zahmen und Wildenkaiser. Ja, und da schauen wir mal, werden wir dort auf die Alm gehen. Noch ist, schaut mal, Waschküche angesagt. Wir sind auf dem Weg nach oben und da müssen wir erstmal 285 Stufen überwinden. Ja, dazu erzähle ich nachher mal noch was, denn das hier ist der einzige Fußweg ins Tal und war auch lange Zeit der einzige Weg. Also gab keine Straßen und solche Sachen. Wir stecken mitten in der Wolke, aber mal sehen, ob man das... Seht ihr das da oben? Da linst die Sonne über dem Berg oder versucht. Also, da wartet der Sonnenschein auf uns. Ja, ein bisschen was zum Kaisertal, also Kufstein. Und da geht man, wie gesagt, diese 285 Stufen hoch. Das ist einer der Fußwege, die ins Tal führen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, bis 2008, also nicht 1808, sondern 2008, konnte man dieses Tal nur zu Fuß erreichen. Und erst 2008 haben sie ein Loch durch den Felsen gebohrt, um die Abwanderung zu stoppen, weil nur noch 30 Leute in dem Tal gelebt haben. Und jetzt gibt es da einen kleinen Zufahrtsweg, den dürfen nur die Leute benutzen, die hier leben. Das ist mit einer Schranke gesperrt, aber ist auch gut so, dann gibt es keinen Verkehr. Ja, Wahnsinn, 2008, man kann sich's gar nicht vorstellen, dass das... möglich ist, dass es so lange dauert. Aber naja, gut. Jetzt sind sie an die Umwelt angebunden. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber hebt sicherlich die Lebensqualität. Naja, will nicht lange rumreferieren. Nur so viel mal zum Kaisertal. Ja, jetzt reißt es auf. Wir haben die Wolken schon fast überwunden. Und da oben wartet die Sonne. Wie ich immer so gern sage, das wird bestimmt grandios. Sieht toll aus, ne? Für Sonntagmorgen ziehen die Wolken drüber. Sieht man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Video, wie die Wolken hier über den Weg ziehen. So langsam schiebt sich die Sonne über den Berg. Die Wolken haben wir schon unter uns gelassen, zum größten Teil. Aber schaut, da hinten linst schon der wilde Kaiser und begrüßt uns. Vor ein paar Minuten hat man nur oben die Spitze gesehen. Die Wolken, das ist unglaublich, wie schön das aussieht. Wir sind schon wieder am Stehen. Ja, sieht so toll aus, wie die Berge aus den Wolken schauen. Die Sonne oben drauf scheint. Ja, könnte heute interessant werden. Wir sind auf dem Weg nach oben. Ja, der Weg. Wie war das Wort? Ansehnlich. Wir haben nämlich lange diskutiert. Wir haben uns jetzt geeinigt auf ein ansehnlicher Anstieg. Ja. Sonne ist mittlerweile über dem Berg, von Wolken ist nichts mehr zu sehen. Ja. Der wilde Kaiser wird immer
immer deutlicher. Ich denke mal, wenn wir nach oben sind, wir haben ungefähr die Hälfte des Anstiegs geschafft. Wenn wir nach oben sind, wird sich ein schöner Blick auftun. Bis jetzt relativ unspektakulär. So ein, ja, ich nenne es mal Wirtschaftsweg, geht es nach oben. Wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, mit dem Fußweg ins Tal. Ja, schaut mal. Da linst er schon durch die Bäume. Wir kommen aus dem Wald. Und was sehen wir? Ein Wildenkaiser. Das ist der wilde Kaiser. Und das ist der zahme Kaiser. Deutlich zu erkennen. Ja. Ihr habt es ja vorhin gesehen, die Suppe, durch die wir gelaufen sind. Und jetzt offenbart sich der Sonnenschein. Wir wandern mal gemütlich weiter. Wir sind heute in unserem beliebten Schneckentempo unterwegs. Aber wir wollen noch keinen Stress machen, sondern einen gemütlichen Spaziergang. Ja, so richtig wissen wir noch nicht, wie es weitergeht hier unten, aber irgendwie werden wir nachher runterlaufen und da unten lang. Ach ja, wir werden es erfahren. Das ist echt wie im Frühling jetzt. Hier oben lag wahrscheinlich noch gar kein Schnee oder zumindest nicht viel, weil selbst der Boden ist ganz trocken. Wir sind schon an der höchsten Stelle angekommen. Ja, das ist ein gemütlicher Spaziergang, das ist wirklich ein Spaziergang. Angeblich ist das der schönste Ort oder der schönste Platz in Österreich. Hat wohl irgendwann bei einer Fernsehsendung die Zuschauer dann entschieden. Ja, naja, ich sag mal, mag sein, aber der schönste Ort ist eigentlich immer in den Bergen, egal wo man ist. Von dem her ist er natürlich angenehm. Aber schaut mal, da ist das Gipfelkreuz. Ich werde mich anstrengen, dann schaffe ich es auch noch bis hin. Claudia ist verschwunden, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ah, da, sie erklimmt gerade den Berg. Ich muss alles zurücknehmen. Es liegt doch Schnee. So, wir sind fertig. Gestärkt. Lebkuchen gefuttert. Einige Punches später. Mehrere Gläser Punsch später. Claudia rennt in die falsche Richtung. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach unten. Ist doch noch ganz schön kalt geworden. Ja, letzter Blick mal so ins Tal, ins Kaisertal. Ganz da hinten ist Kufstein. Oh ja, wir sausen mal bergab 2 Stunden, dann haben wir es und dann geht's wieder nach Hause. Hier schauen wir noch mal auf den wilden Kaiser. Ja, da sieht man schon, wie wild der Kaiser ist. Also da hoch, das wird nicht einfach. Claudia sagte gerade, der wilde Kaiser schenkt dir nichts. Du wirst immer deine Hände benutzen müssen. Und so sieht das auch von hier aus. Naja, im nächsten Jahr marschieren wir dann dort hoch. Wird bestimmt auch hochinteressant werden. Schaut euch mal an, was da so zum Vorschein kommt. Wir sind so dicht am wilden Kaiser, ich krieg schon wieder Lust, da hochzuklettern. Aber es muss warten. Ich bin verliebt in den wilden Kaiser. Da oben werden wir mal lang marschieren. Schön da oben.
da habe ich Lust drauf. Links ist Totenkirchel, oder? Das erste ist, also das da ist Totenkirchel. Und dann kann man die Wanderung beginnen. Ja, ich bin nur noch fasziniert, dass erst seit 2008 es möglich ist, mit dem Auto das hier zu befahren. Da war noch nie in dem Tal irgendwas. Ist doch verrückt, oder? Noch nie irgendwie angebunden. Was für ein Leben, hä? Kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Schaut mal, wie schön das da unten aussieht. Wie schön die sich das gemacht haben. Toll, ne? Leute, haltet euch fest. Postkartenblick. Mit Himmelsfenster. Jetzt habe ich mal eine Frage an die Alpinisten unter euch. Wir sind in einem Tal. Ringsrum ist wirklich alles zu. Hört mal. Hört ihr das? Das ist doch ein Rauschen, oder nicht? Aber das kann ja kein Wasserfall sein oder sowas, oder? Meinst du? Meint er, dass das so laut ist? Da muss aber ganz schöne Mengen an Wasser lang. Aber das Rauschen ist so gleichmäßig, das kann eigentlich nur Wasser sein. Naja, wir werden das Rätsel lösen. Vielleicht nicht heute. Aber wir lösen es. Ihr wisst ja, wie wir das immer machen. Wir gehen dann auf Expedition. Ich muss euch das zeigen, aber ich glaube, ich finde das nicht. Irgendwo, wahrscheinlich ist mein Handschuh größer als der Hof. Da hinten, in den Bergen, da ist ein Hof. Da wohnen richtig Menschen. Und dann geht es wirklich nur da und da nach oben. Und hinten ist der Wilde Kaiser. Verrückt. Wir werden uns mal anpirschen. Nicht heute, aber... Ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern. Da sind wir mal da. Ja, Wahnsinn, faszinierend. Vorne ist ein Hof, dann ein Stück höher ist noch einer und ganz oben ist auch noch einer. Müssen wir hin. Müssen wir untersuchen, wo die Menschen leben. Ist unglaublich. Aber ist auch wahnsinnig schön, hier hinten. Mit den riesigen Bergen. Ja, diese Kapelle wurde 1711 erbaut als Dank, weil die bayerischen Truppen das Tal nicht erobert haben. Und dann hat man aus Dank diese Kapelle gebaut. So, wir haben ja vorhin überlegt, was das für ein Geräusch ist, also ich. Aber wenn ich jetzt hier stehe, dann sehe ich es, also das ist Wasser. Naja, klar, was hätte es auch anders sein sollen. Aber hier siehst du überall, wo es Wasser von oben runterläuft. Also so viele Stücken da hoch. Dann siehst du, wie es runterkommt und das ist das Geräusch. Also wirklich ein gemütlicher Weg durchs Kaisertal. Aber wir haben schon unsere nächste Tour gefunden. Also wir laufen wirklich zu den Almen da hinten und dann gibt es dann einen Durchgang durch den Wilden Kaiser da. Da muss man dann da ein Stückchen hochklettern und dann durch auf die andere Seite. Ja, das wird eine unserer Touren. Aber die geht dann 2 Tage.
Da müsste man zwischendrin übernachten, aber da muss ich Claudia noch überreden. Heute gibt es die 3K-Regel, oder warte, ich muss es so machen. Hier, weltbester Kaiserschmarrn bei Kaiserwetter im Kaisertal. So wird's. Da ist der Tunnel, da hinten. Das ist der Tunnel, der für die Talbewohner in die Freiheit führt. Kommen wir mal zum Fazit der Tour. Unaufregend. Sehr, sehr unaufregend. Also, das ist eine Tour, wo ich sagen muss, so nach Feierabend oder eben sonntags nach dem Essen oder wie wir am ersten, dann am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Verdauung der Gänsekeule. Fangen wir unten an mit 285 Stufen. Das ist, glaube ich, auch das Anstrengendste. Und danach geht es zwar bergauf, aber ich sag mal, wenn man langsam läuft, wir haben ja unser Schneckentempo, da bist du nie zu schnell. Und da ist das gemütlich. Oben sind die Almen, hier sind überhaupt wahnsinnig viele Almen, auch bewirtschaftet, auch offen noch, jetzt im November, im Dezember. Und ja, jetzt gehen wir mal auf den Weg nach unten, der ist ein bisschen länger, aber ihr seht ja, schaut mal, ich habe so das Gefühl, dass der überhaupt kein Gefälle hat. Ist eine super gemütliche Tour, kann jeder machen. Ich denke, wenn Schnee liegt, ist es natürlich noch mal viel schöner. Aber selbst da kann man das in aller Ruhe laufen. Also von dem her kann man sich vormerken, es sind 600 Höhenmeter. Naja, ja. Ja, ja, so kann man das machen. Also Kufstein ist mal relativ schnell. Und die Tour, na gut, sagen wir mal 5 Stunden ungefähr wird es am Ende dauern. Aber ja, 5 Stunden an der frischen Luft ist jetzt nicht so schlimm. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das Tal ist wirklich schön. Man kann auch wahnsinnig viele Wege laufen. Also das, was wir jetzt gelaufen sind, muss man nicht gehen. Man kann auch andere gehen durch das Tal mit dem wilden Kaiser und dem zahmen Kaiser. Da hast du so viel zu gucken. Das ist wirklich schön. Also ich kann es nur empfehlen, wenn man mal eine Kurztour machen will oder wenn man im Urlaub hier in der Gegend ist und sagt, heute wollen wir mal nicht ganz so wild unterwegs sein, dann gehen wir zum wilden Kaiser. Dann ist das genau das Richtige. Schön einkehren, Kaiserschmarrn essen. So. Also ich denke mal, da macht man nicht viel falsch. Gut, wir sausen mal noch ein bisschen bergab. Und werden dann unten noch mal einkehren, Kaiserschmarrn essen. Wie ich gerade sagte. Und dann ja, rollen wir wieder nach Hause. Wir haben es ja zum Glück nicht weit. Ja. Das war's schon. Ich hoffe, es war ein guter Tipp für euch. War heute unspektakulär. Aber man muss ja nicht immer klettern. Man kann ja auch mal gemütlich vor sich hin fahren. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Ja. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.